MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Ich weiß ja nicht, welcher Dämon euch so geritten hat, dass ihr euch mal wieder eine Folge von Flashys coolen Ass gönnt. Aber wenn ihr es nicht anders wollt, lesen wir gleich los. Die Fragen sind genauso unterirdisch wie letztes Mal. Super! Konnte Darth Maul seine Hörner als Dildos benutzen? Das fängt ja schon mal super an hier, aber um mal deine Frage zu beantworten. Wie das geschulte Auge erkennt, sind Darth Mauls Hörner nur einige Zentimeter lang. Die Pudendum Femininum aka Muschi ist zudem recht flexibel und somit gibt Dr. Fleshy hier das grüne Licht. Sofern man natürlich auf Sadomaso steht. Wer hätte deinen Kanal eher abonniert? Die Rebellen oder das Imperium? Tja, wenn du meinen Kanal richtig kennen würdest, wüsstest du, dass Darth Vader ein ziemlicher Fanboy meines Kanals ist. Aber für diejenigen, die diese offensichtliche Tatsache noch nicht erkannt haben, hier nochmal der Beweis. Ist Chewie nackt? Ich habe noch nie einen anderen Wookie getroffen, Chewie. Ich freue mich auf deine Familie. Soll das bedeuten, du warst die ganzen Jahre nackt? Und jetzt wisst ihr auch nochmal das dunkle Geheimnis von Chewie. Ist Yoda eine Schildkröte? In vergangenen Folgen haben wir bereits erkannt, dass Yoda quasi der Next Level Shit von einem Frosch ist. Doch jenes heißt nicht, dass es keine mächtigen und teils furchterregenden, machtsensitiven Schildkröten gibt. Doch seht einfach selbst. Ist Luke eigentlich als Jungfrau gestorben? Ach Freunde, das Thema haben wir doch jetzt auch schon mehrmals in anderem Kontext durchgekaut. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. What the? Yo, Flashy, hättest du mal Bock, Star Wars Battlefront 2 zu streamen? Habt ihr denn Bock, schreibt's mal in die Kommentare, ich würde dann aber auch andere Spiele streamen. Warst du als Kind schon Star Wars Fan? Nein, als Kind hieß es Pokémon for Life. Jeden Nachmittag nach der Grundschule erstmal ordentlich Pokémon auf RTL 2 im Pokito-Programm gönnen, direkt nach dem Yu-Gi-Oh! Lief. Bis zu dem abscheulichen Tag, an dem Pokito abgesetzt wurde. Und für was wurde es abgesetzt? Nein, das hast du nicht Schnauze! Du Oberticker! Okay, zugegebenermaßen, Andreas ist schon ein cooler Typ, ne? Aber jetzt mal im Ernst, Leute, Alter, das Programm dort ist doch der allerletzte Dreck auf Erden, Alter. Was für die Volksverdummung namens RTL nicht ausreicht, landet dann auf RTL 2. Super! Ach, oh, ist das anstrengend. Damn, son, where'd you find this? Oh, Mami, Mami, was ist das denn? So eine Scheiße, jetzt bin ich sogar zu fett für die Badewanne. Da hast du Pech! Und dafür wurde Pokito abgesetzt. Musste man im Star Wars Universum eigentlich einen Führerschein machen oder darf einfach jeder ein Schiff fliegen oder Speeder fahren? Ja, brauchte man, doch der half einem auch nicht weiter, wenn man vorm Fahren gesoffen hat oder sonstige chemische Substanzen zu sich genommen hat. Was für eine Musik hören eigentlich die Jedi oder Sith? Ja, ich könnte Musical.ly-Star werden. Und dann würde ich aus dem Fenster springen, weil ich Muser bin. Ach nee, neuerdings heißt es ja quasi TikToker. Mit welchem Handynetz telefonieren eigentlich Jedi? Mit Yodafone. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein wertvolles Mitglied aus Flashys Community zu verabschieden.
Sein Name lautete Nivo. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat diese äußerst spektakuläre Episode von Flashys Q&A gefallen. Schreibt unbedingt weitere solcher Fragen in die Kommentare, aber ihr Schlingel sollt nicht einfach nur Fragen aus vorherigen Folgen leicht abwandeln. Die kommen dann wahrscheinlich eh nicht rein. Ansonsten aber, ne, alles gerne reinballern. Auch wenn es euch später einfällt, dann bei irgendeinem Random-Video reinballern. Ich sehe natürlich, dass ihr mehr davon haben wollt. Solange ich also genug Stoff am Start habe, werden auch weitere Folgen produziert. Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht genüsslich den Abo-Button penetriert, dann ist euch definitiv auch nicht mehr weiterzuhelfen, deswegen den Abo-Button jetzt nicht verschonen, sondern volle Kanne ran da. Ansonsten, wenn ihr das Fortlaufen dieses Kanals unterstützen wollt und gleichzeitig sparen wollt, dann checkt mal unbedingt den MMOGA-Link ab. Dort kriegt ihr fast jedes Spiel massiv reduziert und könnt so ordentlich beim Zocken sparen. Und noch einen Rabattlink von mir oben drauf. Das würde mich supporten und so könnte ich diese Videos auch in möglichst hoher Qualität weiterführen. Also Freunde, wisst ihr Bescheid, haut rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash. Ah! Yeah.